Wir sind auf Malta und zwar sind wir gerade hier, um eine Kampagne zu schießen. Beziehungsweise ich bin hier, um Marathon zu laufen. Ich bin Marius Wildburg, der Kameramann. Ja, also ich bin Moritz Huckhoff, ich bin der Regisseur hier am Set und habe mir die Story zusammen mit dem Devin überlegt. Also eigentlich sind wir mit dem Gedanken gestartet, dass ich beweisen möchte, dass die Technik, die wir gebaut haben, für den Schuh funktioniert. Deswegen laufe ich den Marathon und alles andere hat sich darum herum ergeben. Dass wir jetzt hier ein Filmteam mit rausgenommen haben, das Ganze auf Malta machen, eine Kooperation mit dem Marathon haben, eine Yacht für einen Tag zum Drehen bekommen haben, das hat sich alles daraus ergeben. Ab Januar ging es dann wirklich richtig los mit der Organisation und man hat so gesehen, wie der Stein ins Rollen kommt. So einen Auslandstrip zu haben, ist natürlich ultra viel Aufwand und viel Organisation, die im Hintergrund stattfindet. Mit dem ganzen Equipment, das Ganze anzuschaffen, sich mit dem Marius auch auseinanderzusetzen, dass er richtig gut umsetzen kann, wie wir uns das in Berlin vorgestellt haben. Und ich denke, bisher haben wir das ganz gut geschafft. Also ich habe mir sagen lassen von den Profis, dass man ja immer alles genau im Detail vorplanen sollte, damit auch das Ergebnis am Ende stimmt. Und das haben wir auch versucht. Also es ist der Knaller. Also Malta ist vor allem sehr schön, wunderschön. Das verbunden mit der Yacht hier, also es ist eine ganz andere Welt. Es macht unheimlich Spaß. Ich persönlich komme auch sehr gut mit jedem hier klar, was natürlich auch die Arbeit enorm erleichtert. Als ich dann gemerkt habe, okay, hey, die Flüge sind wirklich gebucht und als ich dann gemerkt habe, ey, nächste Woche fliegen wir eigentlich schon rüber, dachte ich so, okay, ja. Dass ich dann am Ende auf einer 35-Meter-Yacht sitze, okay, das realisiert man dann auch erst, wenn man drauf ist, aber es ist schon ziemlich cool. In so einer Situation, wo einfach unglaublich viele Menschen um einen herum sind und wir natürlich ein ultra-realistisches Bild schaffen wollen, glaube ich, wird das eine große Herausforderung, da auch die richtigen Einstellungen zu finden, um ja am Ende halt die sportliche Leistung, die von Devin dann morgen erbracht wird, geil darzustellen. Uns haben halt Reflektoren gefehlt und das Einzige, was mir gerade hier, wie ihr gesagt habt, im MacGyver eingefallen ist, war eine Chipstüte aufzuschneiden, umzudrehen, auf ein Küchenbrett aufzukleben und damit dann halt das Licht lenken, ne? Und das hat, glaube ich, eigentlich doch ganz gut funktioniert. Ich finde, Malta ist echt eine wunderschöne Insel, wo ich wahrscheinlich auch noch mal herkommen werde. Also war, glaube ich, die bessere Entscheidung, dem Herzen zu folgen und nach Malta zu gehen. Man wünscht sich natürlich immer, dass es irgendwie groß wird, dass viele davon mitbekommen, dass es viel geteilt wird, dass viel Aufmerksamkeit darauf gezogen wird. Und ich glaube, das sieht momentan so aus, als wäre das der Fall. Es steht und fällt natürlich alles morgen mit dem Lauf.